Willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Willkommen zurück in Bagdad. Und es sieht richtig, richtig schön aus. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir das Spiel bis hierhin tatsächlich schon ein paar Assassin's Creed Vibes geben konnte. Jedenfalls die alten Teile, die ich ja nur gespielt habe. Und ob das so bleibt, das werden wir sehen. Und was das hier ist, das werden wir auch sehen. Wir interagieren damit. Codex aktualisiert die Gründung Bagdads. Okay, das ist also so eine Art Wiki. Da werden wir nicht alles vorlesen, aber wir schauen mal hier kurz rein. Auch diesen ganzen Text werden wir nicht komplett durchlesen, aber wir schmökern mal so ein bisschen rein, damit wir so ein Gefühl davon bekommen, was denn hier in diesen Wiki-Einträgen so drin steht und wie umfassend das ist. Als die Abbasiden 750 die Umayyaden stürzten, entschieden sie schnell, ihre Hauptstadt aus dem Machtzentrum der Umayyaden, Damaskus, zu verlegen. 762, 12 Jahre später, gründete Kalif al-Mansur eine neue Stadt, welche seiner Familie das folgende halbe Jahrtausend als Sitz dienen sollte. Okay, cool. Also wer sich hier dafür interessiert, der bekommt hier auf jeden Fall auch ein bisschen was an die Hand geliefert. Das finde ich schön, aber das soll jetzt nicht unser persönlicher Fokus sein. Aus diesem Grund steigen wir mal auf unser Kamel und reiten mal gen Bagdad und schauen uns mal an, was hier uns die Umgebung so zu bieten hat. Wir kommen natürlich sehr stark aus einem Wüstengebiet, sehen aber bereits einen Fluss. Fluss bedeutet natürlich auch immer Süßwasser und fruchtbare Ländereien. Das heißt, wir haben jetzt hier auch einen kleinen Esel sitzen. Das ist schön. Wir haben Flamingos. Wie schön. Und hoffentlich keine Krokodile. Ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist immer ein bisschen peinlich, sowas zu offenbaren in diesem großen, weiten Internet. Ich habe keine Ahnung von der Flora und Fauna Iraks. Gar keine Ahnung. Und bei solchen Flüssen habe ich natürlich immer Angst vor Krokodilen, aber es kann sein, dass es im Irak gar keine Krokodile gibt. Was sehen wir denn hier? Oh nein. Die wurden aufgehängt. Das ist keine schöne Begrüßung. Und hier vorne ist noch ein Käfig. Und das zeigt uns, was wir in Bagdad zu erwarten haben. Anscheinend eine ganze Menge Autorität. Bagdad! Mögest du schön sein! Mögest du stolz sein! Und mögest du ein Zentrum sein, welches nicht nur Leid über die Menschen bringt. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. Sei gegrüßt, Bagdad. Und hier haben wir die Harbiya. Und bei der Harbiya, wie steige ich ab? Ich weiß nicht, wie man absteigt. Wie steige ich ab vom... Gut, ich weiß nicht, wie ich absteige. Ah, Kreis gedrückt halten. Ich wollte sagen, hier steigen wir natürlich ganz heroisch ab. Ihr kennt mich nicht anders. Und dann werden wir hiermit mal interagieren. Handelsplatz der Welt, also einen weiteren Wiki-Eintrag, den wir bekommen. Super cool für Leute, die sich für sowas interessieren. Würde ich das jetzt hier nur für mich spielen, würde ich das tatsächlich auch alles durchlesen. Ich bin tatsächlich so einer. Auch wenn es mich nur teilweise marginal interessiert, will ich das meistens einfach mal mitgenommen haben. Hier haben wir eine Truhe. Komm. Die nehmen wir mal kurz mit. Sind wir hier im Sperrgebiet? Noch nicht. Ein Ort entdeckt Metallfertigung. Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen Geld ansparen. Wir wollen uns ja auch was leisten, früher oder später. Jetzt sind wir im Sperrgebiet. Alles klar. Und hier drin haben wir die Truhe wahrscheinlich. Der Torso bestimmter Gegner ist durch eine Rüstung geschützt. Sie ist sowohl für Distanzwaffen als auch für Nahkampfwaffen. Weiter konnte ich nicht lesen. Was heißt wahrscheinlich nicht, dass es gut zerstörbar ist für uns. So, dich eliminieren wir.
So schnell es geht. Das dauert nicht lang. Bleib zurück. Und dich töten wir auch so schnell es geht. Und dann hat es im besten Fall keiner mitbekommen, oder? Und wir haben ja auch das Skill, dass wir dich nicht mehr looten brauchen. Sehr gut. Wunderbar. Da haben wir nochmal Ton und hier nochmal so Kleinigkeiten, die wir mitnehmen können. Das machen wir natürlich auch. Sehr schön. Truhe plündern. Da hätten wir nur Hilfsmittel. Jetzt immer noch die Frage, wie kommen wir denn hier runter? Also wo ist die Truhe, die wir haben wollen? Ich glaube, das ist die hier unter uns, oder? Das könnte tatsächlich sein. Du warst auch mal unter uns. Und das haben Leute gesehen. Und dadurch haben wir einen Bekanntheitsgrad dazu bekommen. Ich dachte, den Zivilisten ist das relativ egal. Ehrlich gesagt. Na gut. Dann ist es halt so. Wir verstecken uns mal vor dem Dicken hier. Können wir dich auch assassinieren? Mit dir wollen wir nicht kämpfen, aber das kriegen wir durchaus hin. Läuft doch alles wie geschmiert. Läuft doch alles wunderbar. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier hoch? Also klar, die Sachen sammeln wir ein. Hier ist eine Leiter. Sehr gut. Und hier ist die Truhe. Zahnschwert des Aufbegehrens. Ein Schatz geborgen. Jawohl. Das schauen wir uns direkt an im Inventar. Und wir haben gerade das Schwert des Eingeweihten von aller Mut. Das hat unsere Freundin geschmiedet. Schaden 50, Verteidigungsschaden 5, auch 50. Zahnschwert des Aufbegehrens würde einen normalen Schaden von 60 haben, Verteidigungsschaden von 35. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Verteidigungsschaden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Schaden ist, den wir nach einer Parade machen. Und den hätte ich gerne schon relativ oben. Weil Paraden sind durchaus Movesets, die ich weiterhin forcieren möchte. Hier haben wir verschiedene Monturen, die wir mitnehmen können. Wir haben einen Fertigkeitspunkt, wir brauchen aber zwei, um hier weiterzukommen in unserer Messerwiederbeschaffungslinie. Und daher gehen wir hier erstmal weiter. Sehr schön. Ich wollte gar nicht einen großen Exkurs machen, aber ich meine, wenn uns hier vor der Tür quasi eine Truhe angeboten wird, dann sage ich dazu nicht nein. Dann muss ich einmal ganz kurz die Finger lang machen. Wir sind nicht umsonst der Meisterdieb von Al-Anbar, war das, glaube ich, der Ort, oder? Ich glaube, ja. Seit der letzten Aufnahme und der heutigen Aufnahme liegt auch tatsächlich noch ein bisschen was dazwischen, denn mittlerweile kam der Day One Patch und den wollte ich noch abwarten, damit wir hier das Spiel dann auch in der schönen Blüte sehen können, wie es auch zur Release entsprechend dargestellt wird. Taschendiebstahl machen wir mal ganz kurz. Ich meine, Almosen wollen wir niemandem geben. Und hier gibt es tatsächlich ein Bruderschaftshaus. Hier irgendwo. Wir wissen nur nicht, wo genau. Ich bedarf deine Augen, Sadiq. Und wir können hier mit Enkidu... können wir Gebiete markieren. Das ist jetzt für mich tatsächlich neu. Hier ist ein Händler. Aussichtspunkt Schneiderei. Das ist für mich tatsächlich neu, weil die alten Teile sowas nicht hatten. Ich habe jetzt mal eine Markierung dahingesetzt. Weil ich glaube, das, was uns da angezeigt wurde, das ist wahrscheinlich der Einstiegspunkt, oder? Ich glaube, ja. Ich habe Wache, Wache gehört. Ich glaube nicht, dass sie uns meinen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Wir haben noch nie etwas Falsches getan. Ich kann mir vorstellen, dass das hier der Einstiegspunkt ist. Nein. Aber es ist das Gebäude wahrscheinlich. Kommen wir hier rein.
Tür ist verriegelt. Kommen wir durchs Fenster rein? Nein. Dann gucken wir mal, ob wir einen anderen Einstiegspunkt finden. Aber scheint ja dieses Gebäude hier zu sein, schätze ich mal. Da kommen wir nicht rein. Du sitzt ja so lieb. Das brauchst du nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ein paar Münzen, babylonischen Schmuck, das ist doch ganz nett. Hier kommen wir überall nicht rein. Kietmann, Du-Münzen sind eine Währung, die für Gefallen der Fraktion Bagdads ausgegeben werden kann. Man kann sie sich verdienen, indem man Aufträge abschließt, gewisse Truhen öffnet oder Leute auf der Straße bestiehlt. Alles klar. Ich will ja niemanden bestehlen, aber wir sind halt ein Meisterdieb. Was will man da machen? Ich bin gerade wirklich ein bisschen planlos. Was wir machen sollen. Die haben uns gesehen. Dann verstecken wir uns mal und dann gucken wir mal, ob wir das hier hinbekommen mit dem Adler. Also hier haben wir eine Schmiede, das ist klar. Aber wir wollen ja eigentlich das Bruderschaftshaus finden. Ah, hier wird es immer kleiner. Okay, verstehe. Das tut mir leid, dass ich das jetzt nicht auf den ersten Blick hinbekommen habe. Aber wie gesagt, das ist eine Mechanik, die ich aus alten Spielen nicht kenne. Was haben wir hier? Okay, da war vielleicht irgendjemand, der von Interesse war. Okay, dann haben wir das Haus gefunden. Wunderbar. Dann müssen wir da nur noch hinlaufen. Das tut mir leid, ihr Lieben. Das könnte natürlich hin und wieder mal passieren, aber das gehört ja dazu. Und dafür wollen wir das ja auch hier gemeinschaftlich erleben. Und dafür spiele ich das ja auch in gewisser Weise blind an. So, da wollen wir runter. Hier hängen irgendwo Steckbriefe, die wir abreißen könnten, damit die Leute uns nicht mehr so schnell entdecken. Ja, finde ich eigentlich nicht verkehrt. Komm, bevor wir zum Bruderschaftshaus gehen, nehmen wir so einen Steckbrief mal ab. Ah, wir könnten unseren Bekanntheitsgrad senken bei diesem Mann hier, wenn wir die Münze hätten. Alles klar. Okay, das haben wir nicht. Ich dachte, wir müssen irgendwo einen Steckbrief runterreißen. Okay, dann geht's jetzt wirklich los zum Bruderschaftsgebäude. Unsere Bekanntheit wird schon gesenkt mit der Zeit. Das kriegen wir schon hin. Und wir können ja auch jederzeit untertauchen, sind schnell unterwegs. Das sollte nicht das größte Problem sein. Na, die erkennen uns tatsächlich. Also die Zivilisten helfen hier in diesem Teil tatsächlich ordentlich mit uns zu finden. Das ist gemein. Das ist gemein. Und in manche Gebäude können wir auch rein. Das ist auch sehr schön. Truhe plündern. Nicht, dass es mich interessieren würde, was da drin ist, aber wenn sie schon mal da ist, sage ich nicht nein. Und hier ist das Bruderschaftshaus Harbiya. Und auch hier muss ich sagen, das kommt sehr vertraut vor, wie man hier reingeht. Über dieses Dach, dass hier so eine Öffnung im Dach ist, man springt hier rein. Das kennen wir auch aus den alten Teilen. Ich weiß nicht, wie es bei den neuen Teilen ist, gar keine Ahnung. Tür öffnen. Das ist also ein Bruderschaftshaus der Verborgenen. Ich hätte eine Hütte erwartet. Einige sind das auch. Andere sind mit Gold verbrämt. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Nichts dazu, wo Ali sich befinden könnte. Aber Nur stand in Kontakt zu jemandem namens Beshi. Ich kenne diesen Namen, einer von Alis engsten Verbündeten in der Rebellengruppe. Er arbeitet am oberen Hafen. Sieh nach, ob er dort ist. Womöglich kann er uns etwas über Alis Verschwinden erzählen. Hier habe ich etwas. Wie es scheint, hat Nur diesen ganzen Bezirk aufgezeichnet und das Manufakturgebiet im Norden markiert. Was gibt es dort? Anhänger der Rebellen. Wenn Nur aus irgendeinem Grund dort war, sollten wir dem nachgehen.
Verstanden. Das ist keine heiße Spur, doch immerhin ein Anfang. Fulat und ich werden sehen, was wir noch herausfinden können. Sei vorsichtig. Das werden wir sein. Ali ibn Muhammad. Dem werden wir mal einen Besuch abstatten und wir können hier in die Nachforschung reingehen. Das Nachforschungsmenü zeigt den Fortschritt deiner Nachforschung und Fälle an. Um Fälle zu lösen, benötigst du Hinweise. Diese findest du, indem du Orte besuchst und Leuten in der Welt hilfst. Untersuche einen Hinweis, nachdem du ihn entdeckt hast, um mehr Informationen zu erlangen. Wenn ein Fall verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Wenn du in einem Fall Fortschritte machst, kommst du auch bei Bassims Nachforschung in seiner Geschichte voran. Alles klar. Okay. Was haben wir hier? Bruderschaftshaus Habia. Dann haben wir hier Nurs Kontaktperson. Dann haben wir hier Beshi. Er arbeitet im oberen Hafen. Und Ali ibn Muhammad. Anführer der Aufständischen und Verbündeter der Verborgenen. Okay, dann verfolgen wir doch erstmal Beshi. Oder nicht? Das ergibt doch am meisten Sinn, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Und kommen wir auch wirklich nur übers Dach rein? Oder gibt es hier auch einen normalen Eingang? Jetzt werden wir es entriegelt haben. Okay, wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal zum oberen Hafen. Und machen das mal. Und wir machen natürlich auch die Finger lang. Das ist ja klar. So. Nahen Fall anzeigen. Findet Beshi. Das Problem ist, wir werden wieder erkannt. Das ist sehr, sehr nervig. Das heißt, wir stecken uns hier mal rein. Holen Enkidu. Und jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Und dann soll er mal was finden hier. So, da hinten müssen wir hin. Und was haben wir hier? Was wird mir hier angezeigt mit dem Pfeil? Ah, die Feinde hier. Alles klar. Und die können wir auch markieren und dann geht die Markierung auch mit dem Feind mit. Das ist cool. Ja, okay, wunderbar. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Und dann geht es für uns weiter. Ich finde das ganz cool, ehrlich gesagt, mit dem Adler. Ich guck mal ganz kurz, was wir hier haben mit dem Steckbrief. Was wir hier machen können. Ach, hier können wir wirklich einen Steckbrief entfernen. Okay, wunderbar. Und jetzt werden wir auch nicht mehr gesucht. Das heißt, es gibt tatsächlich Steckbriefe, die wir abreißen können, aber es gibt auch zum Beispiel so Marktschreier, den wir Geld zuschustern können. Ich habe auch irgendwie im Kopf, dass es das auch damals genauso gab. Aber es ist auch schon ein bisschen her, dass ich die Teile gespielt habe. Ich habe sie halt wirklich gesuchtet und sehr, sehr gerne gespielt, aber es ist schon ein kleinen Ticken her. Seine Männer anheizt. Gespalten. Und doch sind wir noch hier. Und solange wir Atem schöpfen, wird dieser Kampf weitergehen. Also wetzt eure Klingen. Betet zu Allah um seine Führung. Denn heute sehe ich einen großen Sieg am Horizont. Den sehen wir alle, mein Freund. Hi, ich bin Bassim. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Bassim. Nun denn, Bassim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen.
Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Ich finde das so cool, dass wir jetzt schon so eine krasse Charakterentwicklung haben mit ihm. Er war ja am Anfang so der Draufgängerische, der nicht viel nachgedacht hat, der einfach reingestürzt ist ins Verderben. Und die Ausbildung bei den Verborgenen hat wirklich schon, die hat wirklich schon Früchte getragen. Das ist richtig cool. Was siehst du, Enkidu? Enkidu, was siehst du? Wir gucken mal ganz kurz, was du siehst. Und du siehst da etwas. Und du siehst hier auch noch etwas. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Vogel halten soll. Ich finde das irgendwie cool, auf einer Seite. Auf einer anderen Seite. Ja, weiß ich nicht. Ist halt auch schon wieder ein relativ großer Fantasy-Anteil, wenn man so will. Ich wusste nicht, dass ich da nicht rein darf, mein Freund. Ich wusste nicht, dass ich nicht rein darf. Willst du jetzt wirklich mit Stein nach mir werfen oder willst du angreifen wie ein Mann? Aber es gefällt mir dieses Duell-Feeling hier gerade. Das gefällt mir. Zwei gegenüberstehend, niemand sonst am Start, nur wir beide. Nein, komm zurück. Gegen den Rest der Welt. Ah, wir haben das Kämpfen drauf. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass das hier jemand sehen könnte. Weil eigentlich hatte ich nicht vor, hier offen zu kämpfen. Ich wollte mich eigentlich reinschleichen, aber ich wusste nicht, dass hier die Grenze ist. Du hast hier nichts zu suchen. Lass ihn. Die Schotter wird sich schon bald um ihn kümmern. Okay. Schleichen wir uns hier mal ran. Wie kann ich nochmal das Rad auswählen? So. Dann kriegst du mal so ein Messerchen in den Kopf. Das ist schon sehr witzig. Ungünstig. Das ist schon sehr witzig. Mich nerven die Zivilisten ein bisschen. Was ist denn los mit denen? Müssen die wirklich alles melden? Das ist schon sehr witzig, muss ich sagen. So, dann erledigen wir mal den Kollegen hier hinten. Sehr schön. Und dann können wir hier eigentlich auch den Schlüssel mitnehmen, oder haben wir denn jetzt schon? Weil du warst doch der Schlüsselträger, oder nicht? Ich war der Meinung, du wärst der Schlüsselträger gewesen. Troll plündern machen wir natürlich auch noch schnell. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich habe die alten oder die neueren Assassin's Creed Teile nicht gespielt, weil mir dieses neue Konzept nicht so gefallen hat mit irgendwelchen Gegnern, die leveln und du kannst 30.000 Mal auf einen einschlagen. Und wenn er halt nicht dein Level ist, dann kriegst du ihn trotzdem nicht tot. Und das gefällt mir hier ganz gut. Dass wenn man sich gut anstellt und vielleicht auch mal meuchelt oder so, dass man dann auch die dicken Gegner gut rausbekommt. Du da halt, hört sich falsch an. Augenblick. Aber es hört sich auch für dich falsch an zu sterben, denke ich mal. Okay, wir haben hier auch noch irgendwo eine Kiste.
Die würde ich auch ganz gerne holen. Und die holen wir uns auch. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Da ist sie. Dann müssen wir da nur hin. Und das kriegen wir auch hin. So. Hey, was? Bezahl für deine Sünden. Ach, du hast mich gesehen. Das ist ja schlecht. Dann muss ich dich töten. Ah, mit den Wurfmesser muss ich tatsächlich noch ein bisschen üben, tatsächlich. Aber das kriegen wir hier sonst im Nahkampf ganz gut hin. Okay. Hat jetzt doch relativ einfach geklappt. Sehr gut. So, dann bewegen wir das hier noch weiterhin. Dann müssen wir das rausziehen. Ich weiß es noch nicht genau. Nee, das müssen wir reinschieben. Und dann? Was haben wir jetzt dadurch gewonnen? Ach, dann können wir hier rüberspringen. Verstehe. Okay. Ich bin noch ein bisschen verunsichert, wie das hier weitergehen soll. Aber es scheint ein kleines Rätsel zu sein. Das finde ich eigentlich ganz nett. Wenn die Steuerung mitmachen würde. Ich möchte da wieder rüberspringen. Sehr gut. Also dich kann ich auch bewegen. Dich kann ich nach vorne schieben. Kann ich dann hier durch? Nicht wirklich. Aber wenn ich dich jetzt hier wieder zurückschiebe. Ach nee, kann ich dich hier vielleicht auch zur Seite schieben? Jawohl. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Und dann? Dich kriegen wir in keine Richtung. Okay. Dich ziehen wir mal in diese Richtung und bringen dich da komplett rein. Ah, nee, geht nicht. Da ist vorbei. Ah, dich können wir nach links und rechts bewegen, nicht nach vorne und hinten. Alles klar. Das heißt, dich ziehen wir zurück. Und dann? Haben wir was erreicht, ist die Frage. Ich weiß es nur nicht. Ah, die Truhe. Jawohl. Zanschmontur des Aufbegehrens. Ja, schön. Schauen wir uns an. Die Zanschmontur des Aufbegehrens. Also, wir haben gerade hier die Montur des Eingeweihten von Alaramut. Gegner hören 50% weniger Lärm, während wir Attentate ausüben. Ist wirklich nett. Und wir können die natürlich auch noch verbessern, das sehen wir unten. Und das hier wäre die Zanschmontur des Aufbegehrens. Wir ziehen sie mal an. Hui, das ist... Da sieht man aber ein bisschen Brust. Ich weiß nicht, ob YouTube das mag. Verringert die Auswirkung illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad. Ah, wäre auch nicht verkehrt, nach dem, was wir hier gesehen haben. Und macht ja auch Sinn, wenn wir so aussehen wie die Leute, die hier rumlaufen. Mit der Montur. Dass sie dann sagen, ja, okay, dann... Wollen wir es mal nicht melden, aber ich finde hier tatsächlich das Coole, dass wir nicht gehört werden. Und die Montur sieht auch ein bisschen klassischer nach Assassine aus. Deswegen bleiben wir mal dabei. Aber cool, dass wir das gefunden haben. Sehr gut. Und dann können wir auch so langsam mal die Leute befreien. Geh zum Anleger. Finde Beshi. Und natürlich auch die Tiere. Bist du dumm? Ich hab dich befreit! Greift der hier einfach unseren Freund an? Ich wollte ihn doch nur helfen.
Und jetzt gibt's einfach Chicken Nuggets. Ja, belastend. So, können wir hier einfach rein? Anscheinend. Ja, auch dich befreien wir. Wir werden aber keine weiteren Hühner befreien. Merkt euch das. Keine Hühner befreien. Bisschen was essen. Neue Befehle. Ich stieß auf Probleme bei der Beschaffung von Arbeitern aus dem Westen. Bis diese Angelegenheit geklärt ist, werden wir kaum genug Männer haben. Für den Moment sollen daher alle Rebellen, die ihr abfangen könnt, verschont und inhaftiert werden. Ich werde mich um sie kümmern. Die Fähigen unter ihnen werde ich einsetzen und mich ihrer später entledigen. Seid versichert, dass eure Entlohnung entsprechend höher ausfallen wird. Al-Ghul. Alles klar, also sie sollen erstmal nur inhaftiert werden, weil eventuell einige davon nochmal rekrutiert werden könnten. So der Plan zumindest. Ihr seht nichts, ihr seht nichts. Das Schicksal ruft. Ich muss hier schnell weg. Ach, es ist so schön mit dem Messer. Und wenn wir das dann noch wiederbekommen, ich glaube, das ist wirklich gut. Ich glaube, das ist wirklich gut. Haben wir hier noch irgendwas von Begehr? Nicht wirklich. Ja, wir haben noch ein paar Feinde hier, um die wir uns kümmern können. Also, der Hinterbrüll bekommt ein Wurfmesser in den Nacken. Wir springen auf den anderen rauf. Und auch er bekommt ein Wurfmesser im Kopf und dann sind wir durch. Wohin, das war der letzte. Nun zurück. Und dann sollten eigentlich alle befreit sein. Das ging einfacher als gedacht. Ich hoffe, es wird später nochmal ein bisschen schwieriger. Das war gut. Hat mir gefallen. Dann gehen wir mal zum Anleger. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das Elixier trinken. Mit welcher Taste? Hey. Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag. Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. Al-Ghul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Feinde des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische. Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen Al-Ghul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu Al-Ghul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten, und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Hitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen. Meine Suche nach Ali geht weiter. In Shari könnte ich Hinweise zu seinem Verbleib finden. Okay, wunderbar. Den Fall haben wir abgeschlossen. Dann gehen wir mal direkt auf den nächsten Fall. Sehr schön. Und da hat sich auch ein ganz neuer Pfad entwickelt. Al-Ghul. Okay, da brauchen wir aber noch ein paar Hinweise für. Dann verfolgen wir mal Nurs Kontaktpersonen.
nördlich von Harbiya. Also nördlich von dem Marktstand, wo wir waren. Wo müssen wir dafür hin? Wissen wir noch nicht. Aber hier hinten, Roshan könnte mehr wissen. Das heißt, wir sprechen nochmal mit Roshan im Bruderschaftshaus. Ich markiere das mal. Was haben wir hier eigentlich? Ein Rätsel. Okay. Und auf dem Weg dorthin schauen wir mal, ob wir den ein oder anderen Steckbrief noch loswerden, weil das ist ja schon ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Wenn uns die Leute die ganze Zeit verpfeifen. Das heißt, wir gehen erstmal hier in diese Richtung. Naja, ich bin der von den Aushängen, genau der. Okay, da kommen wir leider nicht hoch. So, wir klettern mal hoch. Dass ich dich hier treffen würde, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gehofft, dass das ein Attentat wird, welcher klappt. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ich wollte doch nur den Steckbrief abreißen. Hier, den hier. Das geht auch ganz schnell. Versprochen. Und dann gehen wir zu diesem Kollegen hier drüben. Werden wir verfolgt eigentlich? Naja, okay, aber nur von zweien. Dann mache ich die mal kurz fertig. Okay, sind vielleicht doch ein paar mehr. Aber dann gucke ich mal, wie gut meine Kampfeskünste sind. Keine Ausdauer mehr. Oh Gott. Okay, wir müssen auch auf Ausdauer achten. Verstanden. So, Nummer 1 ist tot. Nummer 1 ist tot. Ha? Wir müssen noch lernen, mit Meeren umzugehen. Jetzt haben wir es aber hinbekommen. Sehr gut. Bei Meeren ist schwierig zu sehen, ob die so angreifen, dass ich parieren kann. Oder ob ich ausweichen muss. Ja, und da haben wir ordentlich was verloren. Und jetzt wird uns auch gesagt, wie wir ein Elixier zu uns nehmen. Da wurde ich ausgeweidet. Aber hey, das war unser erster offener Kampf auf offener Straße mit vielen Leuten. Finde ich gar nicht verkehrt, dass wir da mal gestorben sind. Ich habe ja auch eben gesagt, es darf gern ein bisschen schwieriger werden. Und dann habe ich es auch voll und ganz verdient, da einmal auf die Schnauze zu fallen. Aber hey, war nicht verkehrt. War nicht verkehrt. Ich glaube, das hätten wir sogar hinbekommen, ehrlich gesagt. Das hätten wir unter anderen Umständen durchaus hinbekommen. Ich habe nur ein paar Mal versagt. Schlechter Moment. So, und dich nehme ich mal direkt mit. Ah, okay. Sehr gut. Weil ihr werdet eh gleich zu mir gerufen. Und dann können wir das nämlich jetzt relativ schnell machen. Das hier ist ein neuer Gegner. Der ganz für sich alleine kämpft. Mit einem ganz neuen Moveset. Das schauen wir uns mal an. Okay. Interessant, interessant. Gefällt mir. Komm, wir trinken noch ein Elixier. Dafür sind wir da. Wir müssen das jetzt lernen, gegen ihn anzustinken. Okay, der wirft auch Wurfmesser zwischendrin. Muss man halt erstmal kennenlernen. Und der kann sich auch heilen. Das ist frech. Und da hat er mich wieder ausgeweidet. Ist das schön? Ist das schön? Jawohl! Das will ich doch sehen. Ein bisschen anspruchsvollere Kämpfe.
Das heißt für mich aber auch, wenn wir am Stealthen sind, irgendwie eine Mission im Verborgenen machen, wir müssen den unbedingt aus dem Weg gehen. Das geht ja so nicht. Okay, aber das nächste Mal, wenn wir auf ihn treffen, dann habe ich den. Jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Lieber verborgen bleiben. So. Haben wir abgezogen und dann wollen wir jetzt nämlich ins Verborgene rein. Und ich finde es gut, dass wir jetzt mal das Moveset kennengelernt haben von dem. So, Bekanntheitsgrad senken. Mich auf Schritt und Tritt. Wenn sie nur jemand ablenken und würde. Dann sind wir nämlich durch mit dem Bekanntheitsgrad. Wir haben hier hinten noch irgendwie was. Noch ein Steckbrief. Reißen wir mal ab und dann sind wir, glaube ich, auf einer guten Seite. Und dann gehen wir zurück zu Roshan. Und die darf uns dann mal erzählen, was sie über den weiß. Dann stellen wir da weiter Nachforschung an. Guten Tag, die Dame. Guten Tag, der Herr. Dann rennen wir mal ein bisschen. Und gerne mal ausnahmsweise auf der Straße. Ja, hauptsächlich zumindest. Kann man auf den Eseln reiten? Bitte sag ja. Ich finde, Esel sind so tolle Tiere. Ich mag Esel sehr gerne. Leider können wir auf denen nicht reiten. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es Krokodile gibt. Im Irak. Aber alles sieht hier danach aus. Alles sieht danach aus. Okay, wir gehen mal hier hoch. Und können dann auch gleich nochmal das historische Geböppel mitnehmen. Das soll hier liegen, also wahrscheinlich hier oben irgendwo. So, klettern wir mal hier hoch. Um das mitzunehmen. Ah, hier sind auch die Tauben. Hier sind auch die Tauben zu Hause, um die verschiedenen Nachrichten zu überbringen. Finde ich cool. Wo ist denn dieser historische Böppel? Unter uns anscheinend noch. Okay. Also in dem Bruderschaftsgebäude drin. Oder? Oder auf dieser Ebene hier? Bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich hätte das gern. Ich meine, wenn wir gerade sowieso hier sind. 12 Meter. Vielleicht hier... Na, wartet. Ich kann nicht an Loot vorbeigehen, das ist eine alte Krankheit von mir. Ja, dahinter ist es. Ihr seht es ganz genau. Wir kommen hier nur nicht rein. Alles klar. Jedenfalls nicht von dieser Seite. Vielleicht kommen wir hier irgendwo rein. Ich habe leider kein Wort verstanden, aber ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Untertauchen brauchen wir nicht. Uns wird vorgeschlagen, den Enkidu-Blick zu benutzen, aber uns wird ja gesagt, wo wir sein müssen, oder? Ich weiß gerade nur nicht, wie wir in das Bruderschaftsgebäude reinkommen. Ach so, klar, übers Dach. Aber Roshan ist eigentlich nicht da drin angezeigt, oder? Wir gucken mal, ob sie da ist. Wir gucken allgemein noch, ob wir hier irgendwie in Nebengebäude rein können, irgendwelche Treppen haben, ob wir dann nämlich auch zu dem historischen Böppel kommen. Okay, da ist sie schon mal, das ist gut. Ja, hier oben haben wir eine Treppe hoch. Sehr gut. Dann holen wir uns auch mal den Böppel. Hier dürfen wir drin nur gehen, klar. Alte Verborgenenregel. Da ist er. Die Gebrüder Banu Musa. Dürfen wir hier runterspringen? Ja, dürfen wir. Und dann sprechen wir mal mit Roshan. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute.
Arbeiter, Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Okay, auf zur Färbermanufaktur. Wo ist die? 208 Meter in die Richtung. Sehr gut. Klar, wir könnten auch natürlich bei den verschiedenen Händlern und so auch nochmal Halt machen, aber wir haben ja kaum Geld, was wir ausgeben könnten. Ich glaube, das macht alles noch nicht so super viel Sinn, das zu machen. Was jetzt Sinn ergeben könnte, wäre eventuell die Aussichtsplattform, wenn das denn eine ist, die wir hier sehen, dieser Adler. Ich schätze mal, das ist eine Aussichtsplattform. Guck mal ganz kurz auf die Karte rauf. Ja. Und dann können wir auch die Schnellreise nutzen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Das immer freischalten, damit wir per Schnellreise überall hinkommen, weil es scheint ja schon jetzt nicht so super groß und weitläufig zu sein, aber zumindest so ein bisschen. Und eine Schnellreise ist natürlich immer nett. Ich wollte da nicht lang springen, ich wollte auf das Seil springen. Ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich dem Spiel geben wollen würde bis hierhin, ist tatsächlich die Steuerung. Die ist ein bisschen hakeliger, als ich mir wünschen würde. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, es fühlt sich auch dahingehend an wie so ein altes Assassin's Creed. Da war es genauso. Also das haben sie gut gemacht. Synchronisieren. Jawohl. Und das sind die epischen Momente, die wir alle noch kennen. Das möchte ich sehen. Das finde ich so cool. Und das macht natürlich der Adler noch ein bisschen epischer, muss ich sagen. Wenn der da noch mitfliegt. Okay, ein wichtiger Ort entdeckt. Das ist schön. Aber noch schöner wird der Todessprung sein. Okay, auf geht es zur Mission. Sehr schön. Warum wird die jetzt nicht mehr angezeigt? Ach so, weil Enkidu das erstmal finden muss. Okay. Das heißt, wir werden immer nur so grob irgendwo hingeschickt und dann muss Enkidu das vollenden. Alles klar. Und hier haben wir Feinde. Okay. Ja, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht, weil wir dürfen ja hier sein. Das ist ja gerade gar kein Problem. Dann klettern wir mal hier rüber. Und sprechen mal mit der Kontaktperson. Oh, das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht. Hier mit den Farben. Oh ja, das gefällt mir richtig gut. Darf ich mich hier mit reinlegen, junger Herr? Haben Sie was dagegen? Hier geht ein Dieb um. Das hört sich aber gefährlich an. Passt auf eure Geldbeutel auf, ihr Lieben. Passt echt auf damit. Dann gehen wir mal hier rein. Einen Augenblick. Darwish. Asim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir. Das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du.
Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khorasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm mich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Das ist so eine schöne Designentscheidung, Darwish jetzt hier zu treffen. Natürlich ist es ein enormer Zufall, aber auf der anderen Seite, klar ist er dann auch eine Kontaktperson, wenn er dann hier in Bagdad unterwegs ist. Ich finde, das ist eine sehr schöne Designentscheidung. Ich finde es richtig toll. Fertigkeitspunkt, das ist super. Darwish, ich hörte von der Tragödie, die du in deinem Brief beschreibst. Es dauert mich zu erfahren, wie nah du den Erschlagenen warst. Es bedauert mich wahrscheinlich. Doch zu verharren und zu trauern heißt nichts zu tun. Die Mächtigen ergötzen sich an der Starre der Schwachen. Wir sind die Starken, die vorwärts gehen. Darf ich dich zu uns zählen? Ali ibn Muhammad. Schwester, eine unvorstellbare Tragödie hat mich so fürchtig vollends gebrochen. Jeden Tag kreisen meine Gedanken um die Tode der jungen Menschen, die ich beschützen wollte. War es töricht von mir zu glauben, dass ich das könnte? Bin ich ein Narr, dass ich glaubte, es könnte Gerechtigkeit in dieser Welt geben? Vielleicht muss ich es glauben, mich womöglich sogar selbst darum kümmern. Deswegen entschloss ich mich, die rote Schärpe aufzunehmen. Der Brief endet hier. Was können wir denn mit dir machen, Darwish? Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal. Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Basimund, werde belohnt. Wir werden sie sicherlich ein wenig erleichtern. Haben wir genügend Artefakte? Nein, wir könnten die Preise senken oder wir schauen uns mal seine Waren an. Okay, wir können verschiedene Sachen dann kaufen. Der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. Wurfmesser kosten 15 Dirham, was sehr gut ist. Wir haben 132 insgesamt. Das heißt tatsächlich, dass 15 Dirham gar nicht so wenig ist. Und wenn wir das dann alles wiederbekommen, wenn wir die Sache geskillt haben, dann ist es wirklich cool. Bessere Ausrüstung kann nicht schaden. Stahlbarren, Leder, Bauteile. Ja, sowas ist natürlich alles cool. Wir wissen halt nur nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir haben ja auch einige im Besitz. Er hat auch noch hier eine Händlerverkleidung aus dem Fernen Osten. Ich weiß nicht, wofür wir sie brauchen. Und ein bisschen Farbe. Für die Zansch-Montur. Und für die Rostam-Montur. Keine Monturen, die wir haben wollen. Talisman. Der uns reich aussehen lässt. Okay, das ist interessant. Wir haben Talismane, die wir kaufen können, aber hier steht tatsächlich nicht, was sie bringen. Ich gehe mal auf Tutorials drauf. Händler schnell auffüllen, Plunder verkaufen. Klar, Plunder verkaufen können wir mal machen.
Mit 306 Dirham. Was bringen diese Talismane? Wir kaufen mal den Löwenkopf-Talisman, weil ich echt neugierig bin. Bis zum nächsten Mal. Bin echt neugierig. Wir schauen uns das mal an. Inventar. Talisman. Dieser mit Granat versehene Talisman steht den legendären Rostam dar, eine Heldengestalt der persischen Mythologie. Seine Taten sind im Buch der Könige niedergeschrieben. Ist das nur zum Aussehen? Ich meine, es sieht cool aus, deswegen nehmen wir den mal mit rein. Ich wäre auch jemand, der gerne eine Farbe kauft, aber dann auch zu einer Montur, die wir haben. Hängt hier vorne was dran? Das ist wahrscheinlich das Zeichen, dass wir eine Novize sind. Und hier der Talisman. Schon irgendwie cool. Monturenfarbe haben wir natürlich noch nichts. Und bei der Verkleidung können wir dann später ja, uns als zum Beispiel Händler verkleiden. Und das ist unser verborgenen Rang. Alles klar. Dann können wir nochmal bei den Nachforschungen reinschauen. Also... Darwish. Ja, da könnten wir verschiedene Dinge machen. Die Nachforschung ist, glaube ich, einfach so eine Art Questliste. Und da könnten wir jetzt zur Wache von Bab Shorasan gehen. Finde heraus, wo sich Ali befindet. Und das ist auch das nächste, was wir machen. Zu Darwish können wir jederzeit gehen. Was haben wir da? Das sieht cool aus. Ah, da können wir klauen. Sehe ich das richtig? Was ist das hier? Für eine Blüte? Steht nichts dabei. Okay, da könnten wir klauen. Aber wir wollen jetzt erstmal zurück. Würde eine Schnellreise Sinn ergeben? Leider nicht. Aber wir können hier die nächste Schnellreise freischalten. Und das lohnt sich dann, denn die hätten wir jetzt schon nutzen können. Sehr gut. Hier wäre noch ein Stall. Interessant. Ist das Blut oder sind das die Färbereste? Ich finde, das ist eine legitime Frage. Vor allem, wenn wir von Krokodilen geredet haben. Also ihr wascht hier die Kleidung. Ich finde, das Wasser ist cool animiert. Hier klöppelst du deinen Teppich. Du putzt den Streak, ja. Aber wo kommt denn die rote Farbe her? Könnt ihr mir das mal sagen? Schätze mal, das ist die Farbe. Aber ich weiß es nicht genau. Okay, gehen wir zum nächsten Aussichtspunkt. Dann können wir nochmal einen schönen Todessprung machen. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir diesen Ali finden. Ich denke mal, das sollte nicht das größte Problem sein. Wir haben hier unseren Adler. So. Weiter, weiter, weiter. So, sehr schön. Und wir werden nicht gesucht. Das ist das Allerschönste daran. Das ist das Allerallerschönste. Und dann haben wir gleich den oberen Hafen auch als Sammelpunkt. Ein Dirham und ein Knochenwürfel, das ist ja großartig. Das ist ja sehr großartig. Flaschenzug benutzen wir gerne. Wenn wir schon sehen, dann nutzen wir es auch. Und da hätten wir noch irgendwo einen Böppel. Wo denn genau? Ich weiß es noch nicht. Aber das sollten wir hier einmal kurz mitnehmen, oder?
wenn wir hier einen Böppel haben. Ja, hier ist er. Die Ausbreitung des Islam durch den Handel. Dienstleistung der Schmiede und Schneider. Schmiede lassen dich deine Waffen verbessern, wenn du genügend Materialien hast. Jede Waffe kann zweimal verbessert werden. Schneider bieten einen ähnlichen Dienst für Monturen an. Das kostet Ressourcen. Und wir brauchen auch Pläne, um das zu verbessern. Und die finden wir in Thron. Okay. Unsere Waffe zu verbessern, würde auf jeden Fall eine Menge Sinn ergeben, weil wir da mehr Schaden machen würden. Aber das ist jetzt nicht das Erste, was wir brauchen. Denn wir werden die meisten Feinde sowieso meucheln und die wenigsten im direkten Austausch besiegen. Das vorhin war ja erstmal ein Test, um zu schauen, wie funktioniert das. Aber wir werden ja aus den meisten Kämpfen, werden wir fliehen und uns dann nur in den Vorteil begeben, aus dem Schatten zu agieren. Kommen wir hier nicht weiter? Anscheinend nicht. Okay. Das war belastend. Okay, dann sehe ich das richtig, dass wir hier links lang müssen? Da gibt es aber gar nichts, wo wir lang können. Ein bisschen verwirrt. Versuch mal hier weiter zu klettern. Und das scheint zu funktionieren. Ja, das scheint zu funktionieren. Hier kommen wir hoch. Wunderbar. Und mit einem schönen Sprung nach ganz oben. Okay, die Kuppel will er nicht. Aber dann synchronisieren wir hier und schalten einen weiteren Schnellreisepunkt frei. Sehr schön. Basim, wie ging das nochmal mit dem Todessprung? Zeigst uns das mal. So. Sehr schön. Dann gehen wir mal dorthin. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Das ist der Außenposten. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder mit Enkidu gucken, wo er ist oder wo er sein könnte. Da ist er. Dieses Mal macht es durchaus Sinn, mal die Wachen zu markieren. Oder haben wir auch so einen Dicken? Der wird Probleme bereiten. Okay, eine ganze Menge Feinde. Eine ganze Menge Feinde. Ja, all das sollten wir lautlos versuchen. Das sollten wir lautlos versuchen. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Und hier oben sind auch noch welche. So, du und du. Ja, damit haben wir noch nicht alle markiert, aber es reicht zu wissen, dass hier eine ganze Menge Feinde sind. Das reicht mir vollkommen. Aus diesem Grund bleiben wir im Verborgenen. Das ist zumindest der Plan. Oder wenn wir jemanden töten, dann jene, die vielleicht nur zu zweit oder so unterwegs sind, die wir schnell zusammen töten können. Was wir auch noch mal ganz kurz machen können, bevor wir mit dem Flaschenzug hier hochgehen, auf die Fertigkeiten gehen und die Elixiertasche holen. Können wir nämlich noch ein Elixier mitnehmen, wenn wir einen finden sollten. Okay. Hier oben haben wir zwei Wachen, wenn ich das richtig sehe. Und da könnten wir schon mal den ersten rausnehmen. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hätte.
Aber zum Glück haben es andere nicht mitbekommen. Zum Beispiel der Kollege hier hinten. Es hat wirklich alles andere als gut funktioniert. Zum Glück haben die keinen Alarm geschlagen oder so. Da haben wir nochmal Schwein gehabt. Okay, hier haben wir wieder ein Rätsel mit dem Tragen. Mit der Bewegung. Das heißt, dich bewegen wir mal nach vorne. So weit nach vorne, wie es geht. Dich bewegen wir auch so weit nach vorne, wie es geht. Hat uns das jetzt was gebracht? Bin mir unsicher. Aber da kommen wir noch nicht durch. Können wir dich zur Seite schieben? Nein. Können wir dich zur Seite schieben? Nein. Und hier kommen wir auch nicht durch, oder? Noch nicht. Also das Rätsel ist ja da, weil man das wahrscheinlich lösen kann. Das ist die logische Konsequenz, warum man ein Rätsel einbaut. Von hier kommen wir nirgends rein, wenn ich das richtig sehe. Ne, da kommen wir nicht rein. Wenn ihr etwas seht oder ihr eine Ahnung habt, dann schreibt es auch immer gerne in die Kommentare rein. Auch wenn es vielleicht gar keine Bewandtnis mehr hat, weil wir vielleicht schon weg sind oder so, finde ich es immer sehr interessant, wenn wir uns das mal angeschaut haben. Und ich vielleicht auch im Nachhinein mir das nochmal anschauen kann und ihr mir dann sagt, hey, du hättest da sicherlich noch das und das machen können. Um dann vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr dazu zu lernen. Das habe ich jetzt zum Glück gut gesehen, dass die Vase im Weg war. Aber sowas kann einem natürlich auch sehr schnell entgehen. Bevor ich mir dann Ewigkeiten den Kopf zerbreche und ihr was seht, haut es immer gerne rein. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Truhe plündern machen wir. Verbesserungsplan der Zanschmontur. Ja, ganz nett. Aber ich will sie ja gar nicht verbessern. Weil die Montur einfach nicht so mein... Ja. Mein Spielstil entspricht. Ich finde das mit den leiseren Attentaten deutlich cooler, muss ich sagen. Wie kommen wir denn jetzt am besten hier rein? Lass dich mal fallen. Dankeschön. Wahrscheinlich indem wir hier rüber gehen, oder? Wen genau müssen wir denn abhören? Wird uns nicht so genau gesagt. Wird uns nicht so genau... Ah, die beiden, alles klar. Aber dafür holen wir hier erstmal ein paar Leute raus. Die uns dabei Probleme machen könnten. Das sind erstmal die beiden. Und dann belauschen wir euch doch mal.
Verstecke dich in der Nähe von Privatgesprächen. Das sieht nach einem Versteck aus. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Okay, wir sollen die Gefängnisaufzeichnung finden. Und dafür entledigen wir uns natürlich noch mal ein paar Wachen. Damit die hier nicht runtergucken und uns dann irgendwie blöd in die Quere kommen. Wir müssen weiter im Stealth-Modus bleiben, weil sonst haben wir dicke Probleme. Los, Enkidu. Hier liegen die. Na dann, gehen wir da doch mal hin. Und töten erstmal die beiden hier. Wie viele Messer haben wir noch? 2 Stück, okay. Natürlich gehen wir die Leiter ganz normal. Wir sind ja auch keine Assassinen oder so. Ja, das ist gefährlich, wenn du da durchglitscht. Okay, sehr gut. Da haben wir jemand, der einen Schlüssel hat. Ja. Und da ist auch die Glocke, um Verstärkung zu rufen. So, können wir da den Bömmel abschneiden? Das ging doch in der Regel, oder? Ich glaube, in der Regel ging das bei vielen Spielen, aber vielleicht jetzt nicht. Darf ja nicht ein. Wenn wir gleich eine gute Möglichkeit haben, dann nehmen wir hier den Elite-Gegner mal raus, und zwar jetzt. Der ist natürlich ein dickes Problem für uns. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her, mein Kleiner. Ja, leg dich mal schlafen. Und wach nie wieder auf. Und du auch? Und dann haben wir hier alles geklärt, glaube ich. Läuft doch ganz gut bei uns. Läuft doch wirklich ganz gut bei uns. Also vor allem im Stealth natürlich, aber das ist auch die Art zu spielen, die ich sehr gerne habe. Und die andere Art weniger. Die andere Art weniger gerne. So. Wir haben jetzt eine Münztruhe geöffnet und haben da auch eine Handelsmünze eingesetzt. Und dann können wir hier auch rein, im besten Fall. Kein Feind, aber ein bisschen Geld. Ein paar Reichtümer. Und wir wissen ja, Reichtümer, die wiegen schon schwer auf der Seele. Das wollen wir ihnen nicht zumuten und deswegen erleichtern wir sie. Das ist eigentlich nur ein Gefallen,
den wir den tun. Schade, dass wir das hier nicht lesen können. Das würde mich interessieren, was sie daran geheftet haben. Und dann sammeln wir das mal ein. Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Damit ist der Fall geschlossen. Und die haben noch nicht mal mitbekommen, dass wir hier sind. Sehr schön. Geht zu den anderen im Bruderschaftshaus. Das heißt, wir müssen hierhin wieder zurück. Und da haben wir natürlich die Schnellreise. Aber die können wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir gerade im Sperrgebiet sind. Das sind wir jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir wahrscheinlich die Schnellreise machen. Ja. Sehr gut. Gefällt mir. Spielt sich schön, spielt sich flott. Stealthen macht unglaublich viel Spaß. Kämpfen ist auch cool gemacht. Ich muss noch ein bisschen reinkommen. Wann weicht man aus? Wann pariert man? Wann pariert man vor allem? Aber das ist wirklich gut gemacht. Was denn hier unten los? Was wird denn hier für eine Party gefeiert? Ich wurde nicht eingeladen. Das ist etwa eine Überraschungsparty für mich. Jetzt, wo ich so unauffällig bin, kann ich doch was stehlen, oder? Das kriegt doch bestimmt keiner mit. So unauffällig, wie ich war. Geh mal schnell weiter. Bevor sie es merken. Sehr schön. Ich kann doch einfach nicht bei mir lassen. Zum Glück habe ich im echten Leben diese Skills nicht. Sonst weiß ich nicht, was passieren wird. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Sehr cool. Hilfsmittel verbessern. Jawoll. Das will ich doch sehen. Die Wurfmesser wollen wir verbessern. Wir wollen einerseits auf den Skill gehen, dass wir sie kostenlos wiederbekommen, dann müssen wir sie nicht kaufen. Und wenn sie dann noch besser werden, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal richtig gut nutzen können. Ja, ich möchte mehr. Gib mir Verbesserung. Es gibt verschiedene Ringe. Mehr Wurfmesser. Wäre nicht verkehrt. Vergiftet Gegner ist auch cool. Bringt Gegner aus dem Gleichgewicht. Ein aufgeladener Wurf. Wieso ist das alles so cool?
löst die Leichen jener, die mit dem Messer getötet wurden, spurlos auf. Ja, das will ich haben. Rüstungsdurchdringung. Oh, das ist ja auch genial. Ich will alles. Wir müssen erstmal auf Rang 1 gehen, oder? Freischalten. Okay. Rang 1 freigeschaltet. Können wir uns jetzt was aussuchen? Ja. Erhöht den Schaden des Wurfmessers um 50%. Erstmal Schaden. Oder müssen wir uns immer für eine Sache aus... Ah, okay. Wir können uns immer eine Sache aussuchen. 6 statt 4 Wurfmesser ist nicht verkehrt. Aber 90 statt 60 Schaden ist auch richtig gut. Dann müssen wir gar nicht auf den Kopf ziehen, um sie sofort zu töten wahrscheinlich. Mehr Reichweite ist, glaube ich, später cool, wenn wir hier zum Beispiel auch sowas haben, wie die Rüstungsdurchdringung. Okay, dann müssen wir uns immer hier ranpirschen an die nächsten Stufen und können uns dann immer eine Sache aussuchen. Mehr Schaden, aufgeladener Wurf und Körperzersetzung. Um immer einen One-Hit zu landen, den sofort zu töten und die Leiche dann verschwinden zu lassen. Die Fackel können wir nicht verbessern. Alles klar. Okay, wir können auch immer nur eins von den dreien auswählen. Cool, super cool. Danke, Abu Jafar. Danke, Ahmad, Abu, ne? Ich werde deinen Namen schon irgendwann lernen. Fall enthüllt, Ali ibn Muhammad. Fulad ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. Okay, das Spiel will von uns tatsächlich, dass wir vorher nochmal zum Schmied gehen. Dann sollten wir das auch machen. Die Montur zu verbessern fühle ich jetzt nicht so richtig, weil wir ja nicht mehr Schaden einstecken können dadurch, sondern einfach nur die leisen Tötungen noch leiser werden. Das ist jetzt alles nicht ganz so wichtig, aber mehr Schaden machen, das klingt erstmal sehr wichtig. Redest du auch mit mir? Hallo? Guten Tag, ich will was kaufen, der Herr. Bitte! Reden Sie mit mir! Der will nicht mit mir reden. Der will halt wirklich nicht mit mir reden. Was ist denn los? Also, hier ist die Schmiede. Hier ist der Schneider, ein Händler. Haben wir hier hinten auch eine Schmiede? Dann gehen wir mal ganz kurz zum anderen Aussichtspunkt. Vielleicht ist das hier gerade verbuggt. Dann gehen wir zur anderen Schmiede. Es sollten ja... im besten Fall dieselben Waren sein. Beziehungsweise sollten die Verbesserungen gleich sein. Sehr gut. Gehen wir einmal ganz kurz rüber. Ist ja auch super schnell geladen. Dann haben wir hier auch schon die Schmiede. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir rüber. Und hoffentlich will er mit uns sprechen. Sonst bin ich echt sauer. Jawohl. Hallo. Friede sei mit dir. Lass mich deine Waren ansehen. So viel Auswahl. So viel Auswahl ist der Wahnsinn. Ausrüstung verbessern, Effekte verbessern, Material für Verbesserung, Waffen aussehen. Überlegenheit durch Technik. Unser etwa? Dolch. Paraden fügen mehr Verteidigungsschaden zu. Finde ich cool. Wir wollen Pflege viel Paraden machen. Grundschaden erhöhen um 8 hört sich aber auch gut an. Können wir das schon verbessern? Ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Finde ich eigentlich gut. Ich mag die Standardwaffe, die wir haben. Wir verbessern die mal. Und die sieht auch extrem cool aus. Und es hat eine Freundin geschmiedet. Irgendwie mag ich die Waffe.
Für die nächste Stufe bräuchten wir einen Bauplan. Tödlicher als je zuvor. Und für den Dolch bräuchten wir auch den Bauplan. Schneideschärfen, besser ausbalancieren. Das Sandschwert, wie gesagt, macht weniger Verteidigungsschaden. Ich finde gerade diesen Schaden, den wir machen, nachdem wir eine Parade gemacht haben, was gibt es heute, den finde ich besonders interessant. Bitte. Denn ich möchte viele Paraden machen im normalen Kampf. Können wir das Aussehen noch ein bisschen verändern? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Okay, wenn wir jetzt sagen, okay, das Sandschwert ist doch so viel cooler, beispielsweise, aber wir mögen das Aussehen nicht, können wir auch das Aussehen auf ein anderes Schwert, was wir schon gefunden haben, ummünzen. Das ist ja cool. Das heißt, wir könnten mit dem Schwert die ganze Zeit weitermachen, obwohl wir ein anderes Schwert gefunden haben. Okay, cool. War's das fürs Erste? Das war's fürs Erste, vielen Dank. Ich sollte mal weiter. Komm gerne öfter vorbei. Ja, machen wir bestimmt. Wir haben jetzt hier um die Ecke auch direkt einen Händler, da gehen wir auch mal kurz vorbei und schauen mal, was der so anzubieten hat. Hallo Händler! So. Was hast du denn im Angebot? Sei gegrüßt. Zeigst du mir deine... Das kam Fritz. So, einmal bitte die Waren zeigen. Sehr nützliches Werkzeug. Bauteile. Um unsere Wurfmesser zu verbessern. Und ansonsten hat er genau die Sachen, die auch Davish hat und genau auch hier bei dem Talisman. Okay, das ist genau dasselbe. Immer von Nutzen. Ja, die Bauteile. 5 kostet einer. Das heißt, wir könnten uns so 50 Stück leisten. 52 Stück. Ich habe vergessen, wie viel wir brauchen, ehrlich gesagt. Was, das? Das war's. Ich wollte nur mal schauen, was du so hast. Auf ein andermal. Bis dann. Jo, bis dann. Okay, dann laufen wir nochmal ganz schnell zum Schneider. Ich habe zwar gesagt, ich finde es nicht so interessant für uns im jetzigen Zeitpunkt, weil die Montur einfach noch nicht so krass ist, die wir haben. Aber dann haben wir uns mal alles angeschaut. Und das ist ja erstmal nicht unwichtig. Hi. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich nur um. Das Gewebe. Montur verbessern. Genau, da könnten wir halt die Zanschmontur verbessern, die ich jetzt auch nicht so gut finde. Bekanntheitsgrad wird ein bisschen weniger schnell verstärkt. Ja, das ist nicht so interessant. War das alles? Das war alles. Ich will nichts bei dir kaufen. Ich gehe dann mal. Beehre uns wieder. Okay, also die verkaufen auch keine neuen Monturen und keine neuen Schwerter. Das ist interessant. Das hätte ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Aber ich finde die auch gerne. Hab damit kein Problem. Händlergruppe, historische Städte, bla bla bla. Okay. Und das bedeutet für uns... Wir markieren hier diesen Aussichtspunkt, machen eine Schnellreise zu diesem Aussichtspunkt und dann war es das tatsächlich für diese Folge. Wir haben uns vorbereitet, unser Schwert nochmal abgegradet, um dann in den Hochsicherheitstrakt zu gehen das nächste Mal, ins Gefängnis und Ali aus dem Gefängnis befreien. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Es bringt wirklich eine Menge Spaß. Und ich hoffe, wir werden noch eine ganze Menge Spaß gemeinsam haben. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder. Und falls die nächste Folge schon da ist, dann siehst du sie hier rechts.